Herzlich willkommen zur virtuellen Eröffnung der Ausstellung Wortgewandt – Linien, Zeichen, Texte. Mein Name ist Eva Wick, ich bin die Gastkuratorin dieser Ausstellung hier im Neuen Kunsthaus Ahrenshoop. Wir alle wissen, Worte können erklären, erzählen, informieren, liebkosen, manipulieren, provozieren, verletzen und versöhnen. Wir alle sind Wortwesen. Schon vor der Geburt werden wir geradezu mit Sprache überhäuft. Und unser Gehirn arbeitet von erster Minute daran, selbst zu sprechen. Wer das ABC beherrscht, begreift die Welt und kann leichter kommunizieren. Ein Privileg, das Grundschülerinnen und Grundschüler unserer westlichen Zivilisation genießen. Wie die Sprache genau in unsere Welt kam, ist bis heute nicht eindeutig zu beantworten. Klar ist, die Entwicklung der Sprache folgte einer Art Evolutionsdruck. Und auch noch heute entwickelt sich unsere Sprache weiter. Sie ist im ständigen Wandel der Zeit ausgesetzt und ändert sich parallel zu gesellschaftlichen Zuständen. Das lässt sich beispielsweise aktuell an genderneutralen Formulierungen erkennen. Zwar wird in unserer heutigen Zeit nicht unbedingt mehr geredet als früher, aber die Verbreitung von gesprochenem und geschriebenem Wort hat eine Dimension angenommen, die kaum noch zu fassen ist. Unsere Welt scheint geradezu überkommuniziert, ob mit Bildern oder Worten. Wörter werden zudem nur noch gescannt und in Sekunden auf Relevanz geprüft. Über Zeit und Raum hinweg fluten sie tagtäglich unser Leben. Jeder kann sie für den eigenen Zweck nutzen, kann alles und jeden kommentieren. Vorgetäuschte Nachrichten werden als Fake News viral verbreitet und Lügen als alternative Fakten abgetan. Werbung und Politik haben die Macht der Wörter längst erkannt, im Positiven wie im Negativen. Und auch in der Kunst ist Sprache allgegenwärtig. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts fand sie in der bildenden Kunst erhöhte Aufmerksamkeit. Die Kubisten etwa nutzten in ihren Collagen Zeitungsausschnitte als Zitate der Wirklichkeit. Die Dadaisten schrieben automatisch. Eugen Gomringer gelang mit der konkreten Poesie eine Verbindung von Bild und Wort. Und die Avantgarden der 1960er Jahre wurden beispielsweise durch Werbeschriftzüge inspiriert. Für die Ausstellung Wortgewandt, Linien, Zeichen, Texte habe ich beispielgebend vier zeitgenössische Positionen ausgewählt, deren Zugang zu Worten vom Zeichnen über das Falten bis hin zum Schneiden und Klöppeln reicht. Ich freue mich, Ihnen die vier beteiligten Künstlerinnen und Künstler sowie ihre Arbeiten bei einem kurzen Gespräch vorzustellen. Jennifer Eckert. In der Ausstellung bist du unter anderem mit Arbeiten vertreten, in denen du die Freiräume innerhalb von Buchstaben zu deinem Gestaltungsraum machst. Kannst du uns anhand dieses Forschungsgebietes, wie du es selbst auch nennst, deine Arbeitsweise beschreiben? Wie gehst du vor? An der Frage, oder was mich daran eigentlich sehr interessiert, was du auch gesagt hast als Bezeichnung oder als Formulierung, ist Freiraum von Buchstaben. Und das finde ich ganz schön, weil das eigentlich so das beschreibt, worauf ich bei Sprache und Buchstaben achte oder womit ich mich beschäftige und was ich versuche zu ergründen. Also das sind alles so die Dinge, die man vielleicht innerhalb dieses Buchstabensystems oder dem der Sprache so gar nicht, an das man gar nicht so unbedingt denkt. Und wo ich sozusagen meine Fragen an die Sprache habe. Und meine Arbeitsweise ist dann ungefähr so, dass ich meistens immer so eine Frage habe, so zum Beispiel, wie sehen Buchstaben aus oder die Zwischenräume oder eben dieser Freiraum von Buchstaben, und versuche dann anhand von verschiedenen Systemen diese Fragen zu ergründen. Und was mich daran dann wiederum interessiert, ist genau der Moment, wo etwas dann nicht funktioniert oder eben wo so diese Brüche sind. Also wenn man sagt, man interessiert sich jetzt für, ich habe zum Beispiel mit der Klöppeltechnik viel gearbeitet, und wo dann sozusagen, wenn man es eben nicht fest macht, also nicht fixiert an den Stellen, wo es beweglich bleibt, so, weil Sprache ja auch beweglich ist, im Gegensatz vielleicht zu den festen Buchstaben oder so, so in dem
Sinne. Also alles, was man irgendwie nicht so ganz erklären kann. Und ich versuche eigentlich so, mich an verschiedenen Materialien entlang zu hangeln, weil ich glaube, dass man immer in unterschiedlichen Materialien auch andere Aspekte der Frage beantworten kann und so dann zu vielen möglichen Antworten kommen kann, die dann wiederum zu neuen Fragen führen in der Sprache. Angelika Dirschel, das Material Papier bildet einen Schwerpunkt in deinen Arbeiten. Du faltest, klebst, beschreibst und bemalst es. Was reizt dich an diesem Werkstoff? Papier, das knittert, das raschelt, das ist glatt, das ist rau. Das hat mich schon als Kind interessiert. Auch Blatt Papier kann man so viel machen. Man kann es falten, man kann das aufzeichnen, man kann das malen, man kann es verflechten, man kann Löcher reinpixen. Tausend Sachen, da wird es an mir langweilig. Und bis heute, also sehr lange Zeit, sammle ich Papier. Ich habe Berge von Papier in meiner Werkstatt. Ich weiße bunte Litfaßsäulen, das ist was, was ausstirbt. Bald wird es kein Papier. Beklebten Litfaßsäulen mehr geben. Ich liebe ein Chanson von Serge Gainsbourg, Le Petit Papier, wo man auch merkt, wie wichtig Papiere sind. Papiere für die Sans-Papier, die Ausweispapiere, die sind auch nicht mehr aus Papier, sondern es sind Plastikkarten, aber auch eine kleine Serviette ist manchmal ganz günstig oder ganz wunderbar finde ich halt Postkarten. Jeder freut sich, wenn er so ein Rechteck im Briefkasten findet. Und Papier gibt es groß und klein und was ich auch sehr gern mache, ist Papier selber schöpfen, allein oder auch mit anderen Leuten. Das ist ganz wunderbar. Sabine Golde. Du arbeitest vor allem im Bereich des Künstlerbuches. Die Typografie ist dabei für dich von besonderer Bedeutung als Synthese von Bild und Schrift. Kannst du uns das Medium Künstlerbuch und die Bedeutung von Schrift etwas genauer erläutern? Was reizt dich daran? Zum Künstlerbuch bin ich gekommen innerhalb meines Studiums an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Und das Studium war mehr Buchgestaltung, also noch in DDR-Zeiten angefangen, war das Künstlerbuch dort nur eine Randerscheinung, weil in der DDR durfte man ja nicht selbst Bücher veröffentlichen. Und so nach und nach, und dann kam ja zum Glück die Wende, bin ich da hineingewachsen und konnte auch auf den Buchmessen Künstlerbücher sehen und habe dann gemerkt, das ist ein Medium, was mir die Möglichkeit gibt, Text und Bild und Materialität in einem Objekt zu vereinen. Also ein Künstlerbuch ist ein Behältnis für Geschichten, für Bilder. Es ist manchmal ein Archiv, manchmal ist es wie ein kleines Museum, aber es birgt wundersame Geschichten und ja, deswegen ist es eigentlich für mich das ideale Medium, auch weil ich alles selber machen kann. Ich habe alles in den Händen. Ich kann drucken, ich kann sogar das Papier selbst herstellen. Texte selber schreiben tue ich selten, da sind andere viel mutiger als ich. Ich habe so viele interessante Texte im Kopf, dass ich mich da nicht ranwage oder dann lieber Texte von anderen nehme oder ich recherchiere zu Themen, wie zum Beispiel beim Menetekel, was in der Ausstellung zu sehen ist. Da geht es um die ganze Geschichte des Königs Belsasar. Und da ist ein ganzer Kosmos entstanden, einmal der Bibeltext, wo der Text für uns das erste Mal übermittelt wurde. Dann taucht das Gedicht von Enzensberger auf und auch eine Karte, wo sichtbar wird, wo unsere Schrift herkommt, nämlich aus Ugarit, die Keilschrift. Und so ist das Buch gewachsen und ist eigentlich auch eine Dokumentation über die Schrift, die wir heute im lateinischen Alphabet verwenden, wie die sich entwickelt hat. André Wischnewski, auch bei dir steht aktuell die Verwendung von Papier im Fokus, nämlich Comics. Wie bist du auf das Medium Comic als dein Material gestoßen? Also das Comic selbst hat mich in meiner Jugend schon begleitet und so wirklich wiederentdeckt das Comic selbst, weiß gar nicht genau, aber dann habe ich mich wirklich intensiv damit beschäftigt
Und in dieser Zeitspanne hat sich das Comic selbst auch stark weiterentwickelt. Und der Umgang ist ganz anderer geworden. Statt nur zu lesen, habe ich das Comic ganz anders behandelt. Also ich habe angefangen, beispielsweise die Narration zu entnehmen und habe dadurch Leerstellen geschaffen für Neuerzählung. Und hier sind dann sozusagen, oder dadurch sind dann Strukturen, oder habe ich Strukturen hinterlassen, die dann zum Beispiel, die ich dann beispielsweise in den Raum überführt habe. Und diese sind dann wieder, also das sind dann eigentlich Raumzeichnungen aus Rundstahl. Und hier ist es dann eigentlich so, dass der starre Stahl auf diese Leichtigkeit von Papier oder trifft. Ja. Und diese entstandenen Leerstellen werden für den Betrachter sozusagen mental und physisch begehbar. Und diese Begehung, also oder bei der Begehung dieser Leerstellen, wird der Betrachter auch ein Stück weit zum Protagonist. Vielen Dank für die Einblicke in eure Arbeit mit Orten. Schließen möchte ich gerne mit einer Formulierung, die zwar vielfach zitiert wird und wurde, aber von deren Bedeutung ich nach wie vor überzeugt bin. Kunst ist ein Sprachrohr und kann Brücken bauen, wenn andere Wege der Verständigung versagen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude beim Besuch der Ausstellung. Außerdem möchte ich noch auf unser morgiges Künstlergespräch hinweisen, das wir ebenfalls aufzeichnen werden. Hören Sie gerne rein. Und zum Abschluss hören wir noch die musikalische Kunst mit Worten, nämlich mit dem Titel Die Zeit und das Bild von Louis Sellette alias Melancholou. Viel Vergnügen dabei und danke für die Aufmerksamkeit. Der Tag der Nacht und ohne frische Farbe, hätte ich blau-grau, wünschte ich mir rot. Seh das Bild und kann's nicht malen. Es ist zu nah, um's zu erkennen. Das Meer hat Stunden damit zugebracht, sich meinen Blicken zu entwinden. Wenn ich noch da wär, hätt ich sicherlich entdeckt. Doch hier werd ich es niemals finden. Den Sommer meine Mama, er schmeichelt meiner Haut. Ich spiegel mich in seinem Glanz. Doch morgen hört er auf. Und könnte ich diesen Widerspruch mit Leichtigkeit erdulden, dann wäre ich kein Mensch mehr, asphaltierter Boden. Und kommt der Herbst, werd ich ihn ohne Fluch ertragen. Ich bitt ihn freundlich in mein Haus. Er bläst die Blätter von den Bäumen. Und wenn sie tanzen, lacht er laut. Oh, ich hab Stunden damit zugebracht, mich seinen Blicken zu entwinden. Er weiß, wo er zu suchen hat. Er wird mich immer finden. Ach Herbst, ich spür dich immer noch. Lass mich doch endlich gehen. Getrocknet hat dein Wind die Farben und ließ die Leinwand stehen. Auf Kälte hoff ich, die das Bild zerstört. Und Schnee, der es bedeckt, unter der Decke zerblättert die Erinnerung, ohne dass man es merkt. Und hätt ich Stunden noch, würd ich sie dir gern schenken, damit du frei verfügst, wohin sie gehen. Die Zeit ist grausam und auch gütig. Sie ließ das Bild bestehen. Auf diesem Bild
zerblättert die Erinnerung. Weißt du denn noch, was hier einst war? Du dachtest, Zeit bewahrt sich auf dem Untergrund. Doch das ist gar nicht wahr. Ich war mal hier und hab den Tag zerdacht und nie das Bild gemalt.